Happy Speedy Tuesday, meine Lieben. Omega hat eine neue Speedmaster Professional vorgestellt, die der ein oder andere, mir inklusive, schon seit längerem erwartet hat. Dementsprechend gehen wir direkt in die vollen MB Watches Raw sozusagen, ohne Intro, direkt zu den Zahlen, Daten und Fakten und zu vielen Fragen, die wir versuchen heute direkt zu beantworten. Gucken wir uns die technischen Daten an, wird sehr schnell klar, dass auch das hier natürlich eine klassische Speedmaster Professional ist. Wir haben Durchmesser von 42 mm, über die Hörner gemessen, die Länge beträgt 47,5 mm, die Dicke liegt bei dünnen 13,2 mm und wir haben auch nach wie vor 50 Meter Wasserdichte. Und dementsprechend sind wir vom Werk natürlich auch wieder gleich aufgestellt. Wir haben 50 Stunden Gangreserve, Handaufzug, 3 Hertz. Im Endeffekt ist das das klassische 3861. Und ja, das bedeutet dann auch wieder, dass wir einen Magnetfeldschutz bis zu 15.000 Gauss haben. Also was ist denn alles neu? Nur ein neues Blatt? Jein, ich habe noch 2 weitere Dinge finden können, die man nicht direkt auf der Webseite sieht, die ebenfalls neu sind. Da kommen wir gleich zu, aber widmen wir uns erstmal dem Blatt. Das wurde inspiriert auf der einen Seite von den Raumanzügen, den weißen, beziehungsweise die Kommandanten haben dann so rote Streifen auf diesen drauf. Dementsprechend haben wir bei der Speedmaster dann auch so rote Highlights, der Stoppsekundenzeiger, die Spitze davon ist rot, der Speedmaster-Schriftzug. Aber die Speedy-Fans unter euch werden es kennen. Es gab natürlich auch noch die Alaska 1, die Special Edition, beziehungsweise da dann auch einen Prototypen. Die Uhr gab es dann auch noch mit diesem roten Schutzgehäuse, was extra für die Uhr entwickelt worden ist. Eine super interessante Referenz. Ein bisschen erinnert sie mich auch noch an die alte Snoopy. Das war auch eine sehr schöne Referenz. Wir haben also ein komplett weißes Ziffernblatt, schwarze Indizes, schwarze Zeiger, natürlich wieder die altbekannte Lume und die roten Highlights. Optisch finde ich das auf jeden Fall sehr schön und sehr gelungen und ich muss sagen, im Endeffekt nur ein neues weißes Blatt, aber es gibt der Uhr das gewisse Etwas und ich finde, das holt mich dann auch persönlich ziemlich stark ab. Also ich bin schon wieder hier am Grübeln, ob ich nicht alle Pläne über den Haufen schmeiße und da vielleicht dann doch zuschlagen muss, weil ich habe ja aktuell keine Omega in der Sammlung. Eine Sache, die mir aber aufgefallen ist auf den Pressefotos, die ich bekommen habe, es gibt die Uhr an 3 unterschiedlichen Bändern. Wir haben natürlich erstmal, und das sieht man auch auf der Omega-Website, das klassische Stahlband mit der Schnellverstellung der Schließe. Und das ist das absolut perfekte Band für die Speedy. Mir gefällt das sehr gut. Diese neue Variante, ich hatte ja die alte Speedmaster damals dann noch mit dem 1863-Werk. Und da war das Band so, ja, wie soll ich das sagen, nicht ganz so schön, nicht ganz so geschmeidig. Das neue Band, das ist halt nochmal ein bisschen mehr an den Vorgängern orientiert, hat einen schönen Vintage-Charakter und passt sich einfach perfekt dem Handgelenk an. Aber auf den Fotos gab es dann noch 2 weitere Bänder. Einmal ein Kautschukband und die Form, die erinnert mich dann sehr, sehr stark an das Kautschukband, was man auch bei den Seamaster 300 Divern bekommen kann. Und on top dann noch, ich würde sagen, vom Design her ein Racing-Lederband, was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, auf der Webseite sehe ich die Uhr nur am Stahlband. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob es dann die weiteren Varianten zusätzlich zu kaufen gibt für einen geringeren Preis oder ob Omega einfach nur anzeigen will, dass die Uhr halt mit den gezeigten Bändern kompatibel ist und man sich die dazu holen kann. Preislich sprechen wir von 8.800 € aktuell am Stahlband. Wie gesagt, wenn es unterschiedliche Varianten und Bänder geben sollte, dann vielleicht ein bisschen weniger. Ich würde mich da auch ein bisschen an der Preispolitik von den normalen Speedmaster-Modellen orientieren. Und dann stellt sich die große Frage, ja, ist sie denn jetzt eine normale Speedmaster und regulär zu bekommen? Auf der Website sieht es aktuell so aus, als wenn es eine Ergänzung zur normalen Speedmaster-Linie wäre, was ich sehr begrüßen würde. Ich habe auch keine Limitierung auf dem Gehäuse, Deckel oder so entdecken können. Dementsprechend gehe ich davon aus, es ist erstmal eine Ergänzung der aktuellen Kollektion. Ob es dann aber eine Boutique-only ist oder eine Uhr, die limitierter hergestellt wird, da habe ich leider noch keine Info zu, aber da werde ich auch dranbleiben und euch auf den Laufenden halten, meine Lieben. Ich würde mich definitiv freuen, wenn Sie wie bei der Seamaster-Reihe das weiße Blatt regulär mit anbieten würden. Ich glaube, es ist eine tolle Alternative, es ist eine schöne Ergänzung zur Kollektion und ich fände das echt passend, wenn Sie das so machen würden und halte uns da einfach auch mal ganz fleißig die Daumen, dass es eben nicht so stark limitiert sein wird. Aber jetzt bin ich auch wieder richtig gespannt auf eure Meinung, meine Lieben. Was sagt ihr zu der neuen Speedmaster-Variante? Sie wurde ja schon im letzten Jahr bei Daniel Craig am Handgelenk entdeckt und machte da auch schon eine sehr gute Figur.
Teilt das also mit der Community und mir unten im Kommentarfeld. Ich freue mich jetzt schon darauf, mit euch da drunten zu schreiben und ein bisschen über diesen Release zu diskutieren. Habt noch einen richtig schönen guten Abend, eine tolle Restwoche und wir sehen uns hoffentlich am nächsten Sonntag wieder. Da habe ich ein Leckerbissen für euch. Da geht es nämlich zur Manufaktur von Montblanc nach Minerva und nach Montblanc. Also wir sind in Le Locle und in Villaret. Das ist ein kleiner Film, das ist ein Leckerbissen. Also schaut da auch gerne vorbei und ich würde jetzt sagen, ich packe meine Sachen zusammen. Also haut rein, wir lesen uns und bis zum nächsten Mal. Ciao!